Hallo, hier ist Christian Konrad mit der Anfängerfrage Nummer 2. Was sind offene Akkorde? Als offene Akkorde bezeichnet man die Gitarrengriffe, bei denen nicht alle Saiten gegriffen werden. Und das sind am Anfang eigentlich alle, die man lernt. Also Gitarrengriffe, bei denen einzelne Saiten auch mit angeschlagen werden, die man aber nicht greift in der linken Hand. Ist doch klar, wir haben 6 Saiten. Aber erstmal keine Akkorde, bei denen wir auch alle 6 Saiten runterdrücken. Oftmals sind es 3 runtergedrückte oder 3 gegriffene Saiten. Und wenn man aber mehr als die gegriffenen Saiten anschlägt, dann ist das ein offener Akkord, weil eine offene Saite eine nicht gegriffene Saite mitklingt. Und die typischen offenen Akkorde, die man in den ersten Monaten der Reihe nach lernt, heißen C-Dur, A-Dur, G-Dur, E-Dur und D-Dur. Die findest du auf alle Fälle, wenn du im Internet mal das Stichwort offene Akkorde oder Open Chords Englisch eingibst. Und in meinem Jahreskurs Liedbegleitung für Einsteiger kommen die natürlich auch alle der Reihe nach dran. So viel zu den offenen Akkorden. Bis zum nächsten Mal.